Und in ihrem Schaffenswerk spielen Züge, wie wir dann sehen werden, doch eine herausgehobene Rolle. Das ist ein sehr viel beliebteres Verkehrsmittel in ihren Romanen als beispielsweise das Schiff. Ein Schiff spielt auf Death on the Nile, Tod auf dem Nil, eine große Rolle, weil ja da ein Mordfall sich ereignet, den Hercule Poirot auf diesem Nilkreuzschiff hat aufklären muss. Und es gibt zwar auch Death on the in the Clouds, Tod in den Wolken, wo also ein Passagier während eines Fluges verstirbt, aber ansonsten spielt sich, wenn, vieles in Eisenbahnzügen ab. Der Krimi war eigentlich auch durch den Eisenbahnverkehr populär geworden. Es entstanden Bahnhofsbuchhandlungen und auch in dieser Zeit kommen Taschenbücher auf. Penguin erscheint seit 1935 und so ein Taschenbuch, ein Krimi als Taschenbuch, war ein ideales Mittel, um sich während der Zugfahrt abzulenken. Heute guckt man auf dem Tablet oder auf dem Notebook irgendwelche Serien und damals las man halt einen Agatha Christie-Krimi und den konnte man auch locker in 2 bis 3 Stunden durchgelesen haben und war dann gut beschäftigt. Ich möchte mich beschränken in den Werken, die ich Ihnen vorstellen werde, auf die Werke, wo also der Zug nicht nur reines Verkehrsmittel ist, sondern wo er auch eine wichtige Rolle spielt. Ich werde auch nachher, das habe ich der Kollegin noch gar nicht gesagt, die Bücher, die ich hier erwähne, eine kleine Literaturliste in unseren UB-Blog stellen, so dass Sie dann, wenn Sie Lust haben, das Ganze noch einmal nachsehen können. Sie schreibt in der Doppelsünde, da gibt es einen schönen Dialog zwischen Hastings und Poirot, zwischen dem Eisenbahnfan und diesem fortschrittsfreundlichen Autofahrer. Poirot muss nach Devon, weil ein Freund also Hilfe braucht und der Hastings wagt es dann vorzuschlagen, statt mit dem Zug, mit dem Reisebus zu fahren. Und sie sagt, Poirot sagt dann, mein Freund, warum diese Leidenschaft für Omnibusse? Der Zug, sehen Sie, das ist eine sichere Sache. Da können die Reifen nicht platzen, da passieren keine Unglücke. Man wird auch von keiner Zugluft belästigt. Da kann man die Fenster einfach schließen. Ich wagte vorsichtig zu bemerken, dass gerade die frische Luft für mich den größten Vorteil bei Busfahrten ausmache. Und wenn es regnet, das Wetter wird bei Ihnen in England so unbeständig. Dazu gibt es doch ein Verdeck und all das. Übrigens, wenn es allzu heftig regnet, fällt die Fahrt aus. Ah, sagt Poirot, dann wollen wir hoffen, dass es regnet. Der Wunsch ist aber nicht in Erfüllung gegangen. Man ist dann doch in dieser Kurzgeschichte mit dem Bus losgefahren. Und deswegen müssen wir uns an dieser Stelle mit diesem Werk nicht näher beschäftigen. Wir beginnen mit The Blue Train, den hatte ich ja schon erwähnt, Deutsch der Blaue Express. Der Blaue Express, der Blaue Zug, war damals ein ähnlich legendärer Zug wie der Orient Express. Er hatte seinen Namen daher erhalten, weil die Schlafwagen dunkelblau angestrichen waren. Und das war auch ein Luxuszug. Reiche und Begüterte fuhren mit diesem Zug schnell von England an die Côte d'Azur. Und man sieht auch, dass das wirklich ein Luxuszug war, weil erst 1936 zweite und dritte Klasse dazu kam. Vorher waren das nur erste Klasse Kabinen. Das ist auch der erste Poirot-Krimi ohne Captain Hastings. Captain Hastings, das ist so eine Art Watson, den benutzt Agatha Christie in ihren ersten Roman so als Vehikel, weil der Hastings bzw. Watson, die stellen ja immer so dumme Fragen und dadurch ist es möglich, dass dann der Detektiv so eine schlaue Ausführung ausführt gegenüber Hastings und damit auch gegenüber dem Leser. Auf dieses Vehikel verzichtet dann Agatha Christie. Und das Ganze ist in der dritten Person erstmalig erzählt. Dann tauchte am Rande noch ein Schaffner namens Pierre Michel auf. Das ist etwas merkwürdig, weil auch in dem Buch Orient Express, Murder on the Orient Express später, der Schaffner genau diesen gleichen Namen trägt. Und es wird aber gar nicht darauf eingegangen, also vermutlich war Agatha Christie gar nicht bewusst und auch dem Lektor nicht, dass sie schon einmal diese Figur so verwendet hat. Worum geht es in diesem Buch? Die Tochter eines amerikanischen Millionärs wird ermordet, in ihrem Erbteil im berühmten Blauen Express ermordet aufgefunden. Außerdem fehlt anschließend der berühmte Rubin The Heart of Fire. Das war ein Geschenk des Vaters der Toten gewesen. Verdächtigt sind ihr noch Ehemann und ihr neuer Liebhaber. Sie hat sich dabei
als Vorlage genommen ihre eigene Kurzgeschichte Murder on the Plymouth Express. Und Poirot muss jetzt also diesen Mord aufklären. Er wird also damit beauftragt, zum Vater der Toten. Ich möchte Ihnen einen Dialog aus dem Ende dieses Buches noch mal kurz vortragen. Da sagt eine Figur zu Hercule Poirot, das ist er, der verfluchte blaue Express. Züge haben etwas Gnadenloses, finden Sie nicht, Monsieur Poirot? Menschen werden ermordet und sterben, aber sie fahren einfach weiter. Ich rede Unsinn, aber Sie wissen, was ich meine. Ja, ich weiß, das Leben ist wie ein Zug, Mademoiselle, es geht weiter. Und es ist gut, dass es weitergeht. Warum? Weil der Zug irgendwann einmal das Ende seiner Reise erreicht und dazu gibt es ein Sprichwort in Ihrer Sprache, Mademoiselle. Am Ende der Reise treffen sich die Liebenden. Lennox lachte, für mich wird das nicht stimmen. Doch, es stimmt, Sie sind jung, jünger als Sie selbst wissen. Vertrauen Sie dem Zug, Mademoiselle. Der Lokomotivführer ist nämlich Le Bon Dieu. Wieder war das Pfeifen der Lokomotive zu hören. Vertrauen Sie dem Zug, Mademoiselle, murmelte Poirot wieder. Und vertrauen Sie, Hercule Poirot, er weiß Bescheid. Also es ist förmlich, als wenn Agatha Christie sich mit diesem Buch in dieser für sie schwierigen Zeit auch selbst etwas Mut macht. Kommen wir zum Orient Express. Das ist einer ihrer bekanntesten Werke, wenn nicht sogar mit And Then There Were None, Zehn kleine Negerlein oder wie es heute heißt, und dann gab es keines mehr, ihr bekanntestes Werk. Das ist 1934 erschienen und sie hat das geschrieben 1933 auf der Ausgrabung, hat sie das also geschrieben. Und sie ist zu dieser Ausgrabung wieder mit dem Orient Express gefahren und auch wieder zurückgefahren. Und auf der Rückreise hat sie dann nochmal im Orient überprüft, ob das, was sie da geschrieben hat, ob das auch stimmt, bis hin dazu, dass sie die Lichtschalter nochmal überprüft hat, ob die so waren, wie sie die beschrieben hat. Und das war ganz gut so. Sie bekam nämlich nachher einen Post von einem Leser, der dann gesagt hat und ihr geschrieben hat, er habe selbst aufgrund ihres Romans diesen Zug dann bereist mit dem Orient Express, sei er gefahren und er war wohl damit zufrieden mit ihrer Schilderung, also er konnte da keine Fehler finden. Zur Handlung, Poirot befindet sich auf der Rückreise aus Syrien im Orient Express und der Zug kommt dann wegen eines Schneesturms im damaligen Jugoslawien nachts zum Stehen. Morgens wird dann ermordet der amerikanische Geschäftsmann Ratchet aufgefunden. Er war mit 12 Messerstichen verwundet worden. Und Monsieur Bourg, der Direktor der Eisenbahnlinie, beauftragt Poirot mit den Ermittlungen und er findet dann sehr schnell heraus, dass der Ratchet unter falschem Namen gefahren ist. Das ist, dass das in Wirklichkeit ein Mann namens Cassetti war, der für die Entführung und Ermordung des Mädchens Daisy Armstrong verantwortlich war. Und diese Entführung setzt eine Reihe von dramatischen Ereignissen für die Familie Armstrong in Gang. Und es stellt sich dann auch heraus im Laufe der Ermittlungen, dass alle Mitreisenden in irgendeiner Verbindung zu dieser Familie Armstrong standen und damit ist der Kreis der Verdächtigen groß. Es kann keiner den Zug verlassen haben, der Telegraph ist ausgefallen, Poirot kann also es kann weder die Polizei benachrichtigt werden, noch kann er da Informationen von außerhalb einholen. Er ist also auf die Informationen der Reisenden, auf die Verhöre angewiesen und auf die Indizien natürlich. Und da gibt es auch einige führen auch auf die falsche Fährte. Aber rechtzeitig, bevor der Zug wieder seine Fahrt aufnehmen kann, hat Poirot natürlich den Fall geklärt. Dieser Roman hat es auf die Nummer 2 geschafft in einer Online-Umfrage im letzten Jahr, anlässlich 125 Jahre Agatha Christie, war das also der zweitbeliebteste Roman, der an Nummer 1 steht, And Then There Were None, und Nummer 3 ist The Murder of Roger Ackroyd. Der nächste Roman, The ABC Murders, die Morde des ABC, ist der etwas umständliche deutsche Titel. Ganz wichtig ist nämlich eine Art Kursbuch, wie wir im Deutschen sagen würden, The ABC Alphabetic Railway Guide oder kurz auch The ABC genannt, daher also auch dieser Titel dieses Romans. Und wieder ist Captain Hastings wieder dabei und kann Hercule Poirot unterstützen. Und es handelt sich hierbei um einen der ersten literarischen Serienmorde. Und die Behandlung beginnt damit, dass Hercule Poirot einen anonymen Brief bekommt
Und darin wird er herausgefordert, seine grauen Zellen noch einmal unter Beweis zu stellen, wie toll er wirklich ist, zu zeigen. Und er soll sein Augenmerk auf Andover am 21. des Monats richten. Und tatsächlich wird eine Frau namens Alice Asher am 21. in Andover in ihrem Tabakgeschäft ermordet. Und ein zweiter Brief lockt dann Poirot für den 25. des folgenden Monats nach Bexhill-on-Sea. An diesem Tag wird die junge Kellnerin Betty Bernard ermordet. Churston in Christie's Heimat Devon ist Schauplatz des dritten Mordes, dem Sir Carmichael Clarke zum Opfer fällt. Ein vierter ereignet sich in Doncaster. Hier ist aber irgendwas schiefgegangen, denn der Tote heißt Earlsfield. Und jedes Mal nach jedem dieser Morde liegt dieser ABC Railway Guide neben der Leiche, und zwar aufgeschlagen mit der Stadt, wo dieser Todesfall sich ereignet hat. Poirot findet heraus, dass das Ganze, diese ganze Serienmorde nur inszeniert wurden, um von dem eigentlichen Mord abzulenken, für den es ein wirkliches Motiv gibt. Poirot sagt auch am Schluss zur Aufklärung, die Wahl eines ABC Guides ließ an einen Eisenbahnnarren denken. Diese gibt es unter Männern mehr als Frauen. Ich glaube, das können wir bei der Nutzung des Eisenbahnbestandes auch bestätigen. Kleine Jungs lieben Züge mehr als kleine Mädchen. Also Poirot erkennt, dass das Ganze nur eine Täuschung war, um hier diesen Mord zu kaschieren. Die Zugverbindung, die also in diesem Buch The ABC Murders beschrieben wird, die hat es damals auch wirklich gegeben. Und das haben die Leser auch nachgeprüft. Einer hat dann sich gemeldet, dass aber es eine Zugverbindung gäbe, die also wesentlich günstiger wäre, als die Agatha Christie bzw. Hastings in dem Roman ausgesucht hat. Dann machen wir einen ganzen Sprung nach ins Jahr 57. Da erschien 450 from Paddington, 16.50 Uhr am Paddington, mit Miss Marple diesmal. Und in den USA lautet der Titel What Mrs. Gillicuddy Saw. Der Verleger glaubte wahrscheinlich, dass in den USA nicht bekannt sei, dass Paddington ein Bahnhof in London ist, deswegen also der etwas andere Titel. Der überwiegende Teil der Handlung von 1650 am Paddington spielt diesmal nicht im Zug sich ab, sondern das ist halt nur der Mord, der da stattfindet am Anfang des Romans. Der Rest spielt sich überwiegend auf Rutherford Hall ab. Mrs. Gillicuddy, die auf dem Weg zu ihrer Freundin Miss Marple, beobachtet in einem parallel zu ihrem vorbeifahrenden Zug, wie eine Frau stranguliert wird. Nur Miss Marple glaubt ihrer Freundin, denn es wird keine Leiche in dem Zug gefunden. Miss Marple schlussfolgert, dass die Leiche aus dem Zug geworfen sein muss. Die beiden Freundinnen unternehmen die gleiche Zugfahrt. Miss Marples Aufmerksamkeit fällt dabei auf Rutherford Hall, dem Anwesen der Familie Crackenthorpe, das am Gleis liegt. Sie verschafft einer Bekannten, Lucy Islesborough, die Stelle einer Haushälterin, und Lucy gelingt es dann auch, eine Leiche in dem Haus zu finden. Und natürlich gibt es wieder eine ganze Anzahl Verdächtigen unter der Familie Crackenthorpe. Agatha Christie stellt übrigens sicher, dass es keinen wirklich real existierenden Zug damals gab, der um 16.50 Uhr den Bahnhof Paddington verließ. Kommen wir jetzt zu den Kurzgeschichten. Da haben wir zunächst The Girl in the Train, das ist schon 1924 erschienen. Und das ist eigentlich kein Krimi, ist mehr so eine unterhaltsame Abenteuergeschichte. Der junge George sitzt in einem Zug von London Waterloo, als ein junges Mädchen in sein Abteil stürzt und ihn bittet, sie zu verstecken. George versteckt sie unter dem Sitz, und da steht auch schon ein Mann am Fenster, der seine Nichte sucht. Der Zug fährt dennoch ab, und die Unbekannte stellt sich als Elizabeth vor. Er gibt aber keine weiteren Erklärungen ab, und an der nächsten Station steigt sie bereits aus. Und damit beginnt für diesen jungen George ein Abenteuer. Dann haben wir da The Forced Man aus dem Jahr 25. Das ist eine eine übernatürliche Geschichte. Es gibt also auch Geschichten im Werk von Agatha Christie, die sie mit übernatürlichen Phänomenen beschäftigen. Aber meistens gibt es dann in Agatha Christies Geschichten dann doch eine rationale Erklärung. Oft ist das nur eine Ablenkung von einer Person, und der verbirgt damit seine wahren Absichten. Hier aber ist es tatsächlich eine etwas übernatürliche Geschichte.
Es geht um eine gespaltene Persönlichkeit. Ein Doktor, ein Jurist und ein Theologe kommen während einer Zugfahrt ins Gespräch. Und sie sprechen dann über einen merkwürdigen Fall von gespaltener Persönlichkeit, nämlich über die Französin Felicie Brohl. Plötzlich schaltet sich dann die vierte Person in diesem Abteil ein. Die schien zunächst zu schlafen, aber sie kann dann einige Hintergründe erläutern, denn der vierte in diesem Abteil, The Fourth Man, ist zusammen mit Felicie in einem französischen Waisenhaus aufgewachsen. Hier ist also das Motiv Zug, dass hier Leute ins Gespräch miteinander kommen. Dann haben wir da aus Geschichten mit Parker Pyne The Case of the City Clerk, 1932 erschienen. Und das ist auch wieder so eine Art Abenteuergeschichte. Mr. Roberts, ein 48-jähriger verheirateter Büroangestellter, sucht Parker Pyne auf, weil er nämlich sich über sein monotones Leben beklagen möchte. Er sucht ein Abenteuer und Parker Pyne verspricht ihm, eines zu verschaffen, warnt ihn aber, dass damit Gefahren verbunden sein könnten. Das nimmt Roberts in Kauf und nachdem Frau und Kinder sicher bei der Schwiegermutter untergebracht sind, wird er von Parker Pyne mit geheimen Dokumenten in einen Zug von London nach Genf untergebracht. Und in Genf erwarten ihn dann weitere Instruktionen, eine Fahrkarte für den Nachtzug nach Paris und einen Revolver zum Schutz, wie es heißt, und das Passwort für die nächste Kontaktperson. Damit beginnt also für diesen Roberts das Abenteuer seines Lebens. Have you got everything you want? Ist eine Geschichte, die 1933 erschienen ist. Haben Sie alles, was Sie brauchen? Die Anzeigen von diesem Parker Pyne lauten nämlich, die er in der Times aufgibt, sind Sie glücklich, wenn nicht, wenden Sie sich an Mr. Parker Pyne. Und die junge Amerikanerin Elsie Jeffrey, die sich mal wieder an Bord des Orient Express befindet, hat diese Anzeige gelesen. Sie erinnert sich an diese Anzeige, als sie Parker Pyne eben an Bord des Orient Expresses sieht. Und sie fasst sich ein Herz, denn sie hat tatsächlich etwas. Sie ist frisch verheiratet, er ist seit 18 Monaten unterwegs nach Istanbul zu ihrem Mann, der da geschäftlich arbeitet. Eigentlich ist alles ganz glücklich, aber sie hat dummerweise eine Woche vor der Abreise fiel ihr ein Bogen Löschpapier, sowas gibt es heute eigentlich kaum mehr, der fiel ihr in die Hände und sie konnte die Worte auf diesem Löschpapier sehen, kurz vor Venedig wäre der beste Augenblick. Also das hatte ihr Mann wohl in irgendeinem Brief geschrieben und das kam ihr zu Recht verdächtigt vor. Und am nächsten Tag sitzen dann Parker Pyne und eben diese Amerikanerin in deren Abteil kurz vor Venedig und warten jetzt, was da sich wohl ereignen möge und was da wohl auf sie wartet, welche Überraschung. Und da ertönt dann plötzlich auf dem Gang ein Schrei Feuer. Die beiden stürzen heraus, es ist aber nur eine Rauchbombe, die in einem Nachbarabteil losgegangen ist und sie kehren dann schnurstracks ins Abteil zurück und finden da eine slawisch aussehende Frau vor und was fehlt sind die Juwelen von Mrs. Jeffrey und die können nicht wiedergefunden werden, also diese Slawin hat die auch nicht und Mrs. Jeffrey ist zunächst einmal ganz enttäuscht von Parker Pyne, einmal, dass er diesen Diebstahl nicht verhindern konnte und dann setzt er sich ausgerechnet bei der nächsten Station in Triest ab, weil er angeblich ein wichtiges Telegramm aufgeben muss. Aber sie muss dann ihr Urteil über Parker Pyne revidieren. Als sie dann nämlich in Istanbul ankommt, kann Parker Pyne ihr den Schmuckkoffer zurückgeben und der Leser erfährt dann die Lösung. Als Parker Pyne sich in Istanbul am Goldenen Horn in einem Café mit dem Ehemann, der bestohlen da trifft. Dann haben wir noch als letzte Geschichte, und die verdanke ich John Curran, weil ich diese Geschichte gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, das ist der Gürtel der Hippolyta, eine Geschichte auf The Labors of Hercules, eine ganz andere Geschichte. Ein gerade erst entdecktes Gemälde von Rubens wurde in einer Galerie in London gestohlen. Und da er den Maler Rubens nicht mag, erklärt sich Poirot nur widerwillig bereit, den Fall zu übernehmen. Vielmehr interessiert ihn der spektakuläre Fall des Verschwindens der 15-jährigen Winnie King. Winnie befand sich in einer Gruppe von Mädchen auf dem Weg nach Paris, wo sie in einer exklusiven Schule das neue Schuljahr beginnen wollte. Auf dem Rückweg vom Speisewagen in dem Zug ist sie noch mal kurz auf die Toilette gegangen und ist anscheinend da verschwunden, also sie ist nicht wieder aus dieser
Toilette aufgetaucht, spurlos verschwunden. Es wurde aber auch keine Leiche gefunden. Das Ganze ist also ein großes Rätsel und der Zug hatte auch nicht mal unterwegs gehalten. Der Galeriebesitzer, dem ja dieses Gemälde abhandengekommen ist, der schickt Poirot nach Paris, weil er nämlich zu glauben weiß, dass ein zwielichtiger Sammler, der auch reich ist, dieses Gemälde hat entwenden lassen, dass der dahinter steckt. Also Poirot macht sich nach Paris auf und er kann dann quasi zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, denn er erkennt, dass zwischen diesen beiden Verbrechen eine Verbindung besteht. Also er löst beide Fälle in einem Streich. Ja, Agatha Christie ist zusammen mit William Shakespeare die erfolgreichste Schriftstellerin aller Zeiten mit circa 2 bis 4 Milliarden verkauften Büchern. Also J.K. Rowling braucht mit 350 Millionen verkauften Büchern, die braucht noch einige Zeit, um diesen Rekord einzustellen. Damit sind wir schon, ist natürlich das falsche Wort, endlich an Sie angekommen. Ich danke Ihnen, dass Sie so lange durchgehalten haben. Ich habe schon etwas befürchtet, dass es so lange dauern würde, weil es auch sehr viel Material gibt. Ja, wenn Sie noch Fragen haben zu Agatha Christie oder zu diesen Filmen, versuche ich die gerne zu beantworten. Ansonsten herzlichen Dank für Ihre Teilnahme und für Ihr Interesse. Applaus